Die Kurden in der Südosttürkei wollen die Anerkennung ihrer Sprache und einer Autonomie erreichen. Der türkische Staat reagiert auf diese berechtigten Forderungen mit der ganzen Härte der Staatsgewalt. Das bekommen auch die christlichen Assyrer-Aramäer in der Türkei zu spüren. Die historische Heimat der christlichen Assyrer-Aramäer ist Tur Abdin. Wie die Armenier wurden auch sie Opfer des Völkermordes von 1915, in dem etwa 2 Millionen Christen starben. In den 80er und 90er Jahren, während der Kämpfe zwischen der kurdischen PKK und dem türkischen Militär, mussten nahezu alle Assyrer-Aramäer ihre zerstörte Heimat verlassen. Nach dem Beginn des sogenannten Friedensprozesses zwischen den Kurden und dem türkischen Staat erhofften sich viele syrisch-orthodoxe Christen wieder mehr Ruhe und Sicherheit in der Südosttürkei. Einige Familien sind aus ihrem Exil, dem fernen Deutschland, in ihre Heimat wieder zurückgekehrt. Da fast alle Kirchen zerstört waren, begannen Assyrer-Aramäer im Tur Abdin die alten Kirchen zu restaurieren. Eine dieser restaurierten Kirchen war die syrisch-orthodoxe St. Marienkirche im Stadtteil Sur in Diyarbakir. Im Juli 2011 hat unser Nahostreferent Kamal Sido diese Kirche besucht und mit dem Pfarrer Yusuf Akbulut gesprochen. Doch aufgrund der Spannungen zwischen den Kurden und der türkischen Regierung müssen die Assyrer-Aramäer erneut leiden und Akbulut soll inzwischen auf der Flucht sein. Akbulut war der erste syrisch-orthodoxe Pfarrer, der den Genozid an den Assyrern, Aramäern, Armeniern und Pontusgriechen beim Namen genannt hat. Wie weit die Kirche nun bei Angriffen der türkischen Armee beschädigt worden ist, lässt sich nicht sagen. Das Stadtviertel Sur im mehrheitlich von Kurden bewohnten Diyarbakir wird nun seit 63 Tagen von der türkischen Armee belagert. Kurdische lokale Milizen wehren sich gegen die türkische Staatsmacht.